unendliche Liebe. Glaub es, dies hat die richtige. Und bis dahin, dann ist es das richtige. Get you come, zack, deine Sympathie. Glaub es, mit ihr und... Ja, ich bin angefressen, weil du die Partie nicht verlieren musst. Ich habe erste Halbzeit 4 hundertprozentige gezählt. Dreimal alleine von Tormann. Jackel, Alan, Tempel und einen Elfmeter verhaut, das sagt eh schon viel. Wir waren überhaupt nicht effizient heute. Du kannst erst halbzeit 3-4 Tore schießen. Ich sage, wenn war heute vielleicht spielerisch nicht das beste Spiel von uns, aber wenn wir die Tore einfach machen, fahren und eiskalt sind, dann geht das Spiel wahrscheinlich ganz anders aus. Sprich, gleich in der zweiten Minute, dann steht es vielleicht nicht 2-0 für den Gegner, sondern gleich mal 1-0 für uns. Dann haben wir im Gegenzug nach dem Elfer gleich 2-0 gekriegt, haben uns taktisch sehr blöd angestellt. Wir haben das im Video uns angeschaut diese Woche und genau diese Sachen angesprochen, haben wir nicht gut umgesetzt. Und aufgrund der ersten Halbzeit haben wir verloren, weil der Gegner auch besser war, aber wir viel mehr Chancen gehabt haben und auch die besseren Chancen gehabt haben. Und zweite Halbzeit haben wir es auch nicht geschickt gemacht und ja, war nicht mehr das Eizel zu spät dran und ja, und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Sie haben uns dann zwei, dreimal sehr gut ausgekontert, haben wir gewusst, wir haben dann mehr riskiert. Haben wir dann auch ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt. Ich sage, ja, das ist so, dass wir heute nicht effizient waren und deswegen mehr als ein Punkt drin gewesen wäre. Ja, nervös. Sicher sind wir dann am Ende. Der zweiten Halbzeit sind wir ein wenig hektischer geworden, weil wir dann versucht haben, dass wir wenigstens den Anschlusstreffer erzielen. Und durch das kommt dann so auch zustande. Und so würde ich eher sagen, dass wir es einfach verschlafen haben. Aber wenn ich sehe, dass wir gegen die Juniors, die wahrscheinlich die beste Frühjahrsmannschaft ist, nach Ried, die 5-6 hundertprozentige haben, dann stimmt mir das trotzdem auch positiv. Naja, ich finde eigentlich, dass von beiden Seiten kein besonders gutes Spiel war. Wir haben mehr Chancen gehabt wie der Gegner. Zwei dumme Gegentore, die wir locker hätten verhindern können. Und ja, nichtsdestotrotz, wir haben uns 7 Großchancen, glaube ich, ausgespielt. Und meiner Meinung nach wäre für uns der Sieg trotzdem eher verdient gewesen. Aber so stehen wir jetzt als Verlierer da und ja, Mund abputzen, Freitag ist die nächste Partie und wir wollen gegen Horn dann wieder 3 Punkte machen. Ja, jetzt mal gut regenerieren, ist ganz wichtig, jetzt die letzten 5 Spiele. Ja, wie man gesehen, körperlich, dass wir dann ein bisschen Probleme haben zum Schluss, auch obwohl wir auf ein Tor gespielt haben. Aber wir müssen einfach die Intensität beibehalten vom Umfang ABG, schauen, dass wir die nächsten Wochen noch gut über die Bühne bringen. Und ja, nächste Woche ist Horn auch eine schwere Aufgabe und da wollen wir punkten. Blau, 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 blau